Hey. Das ist mein, keine Ahnung, drittes Video von 2 Tagen. Insgesamt irgendwie gibt es gerade wieder so viel, was mich beschäftigt und irgendwie, was ich loswerden will und mit euch teilen will. Und jetzt ist es das Thema. Also, ja. Schicksale können hart sein. Ja, Schicksalsschläge können hart sein. Wirklich traurig, herausfordernd, grausam, keine Ahnung, was alles. Aber wir haben die freie Wahl, wie wir damit umgehen. So, ich will es einfach mal rausgeben. In Kurzform erzähle ich euch, also und es ist alles immer eine Perspektive des Betrachters. Und ich gehe komplett in die Selbstverantwortung, ja? Ich sage, es hat alles seinen Grund, wieso mir das alles widerfahren ist. Und ich kann einfach schauen, was ich damit mache. So. In Kurzform. Ich bin im Osten geboren und aufgewachsen von Deutschland. Ich bin in einer Plattenbausiedlung geboren und aufgewachsen. Meine Eltern hatten es nicht leicht. Sie sind beide Kämpfernatur. Ich würde behaupten, meine Mutter sogar viel mehr als mein Vater. Aber trotzdem, sie haben beide einfach ein krasses Schicksal. Das rolle ich jetzt nicht zurück. Wurscht. Wir durften uns immer sehr stark darum bemühen, Geld zu verdienen. Und Geld war nie so am Fließen. So. Also ich weiß die Reihenfolge nicht mehr. Aber mein Papa hatte nur noch einen Stiefvater. Der hat ihn geschlagen. Seinen richtigen Papa kennt er nicht. Der Stiefvater, kein guter Bezug. Schwester, Halbschwester mit dem Stiefvater, kein guter Bezug. Mutter, ja, egal. Auf jeden Fall einfach fehlende Liebe und Akzeptanz. Aber als die Mutter von ihm gestorben ist, von meinem Papa, hat es viel mit ihm gemacht. Leider Gottes ist der liebe Stiefpapa, das ist genau umgedreht, von meiner Mama ist es nämlich ein ganz wundervoller, lieber Stiefpapa. Und auch sie kennt ihren richtigen Papa nicht, auch gestorben. Und die Mama von meiner lieben Mama, zu der hatte sie nicht so einen guten Draht. Das heißt, für meinen Papa und für meine Mama sind die wichtigen, liebevollen Menschen relativ zeitnah aufeinander von uns gegangen. Das hat sehr viel mit ihnen gemacht. Sie hat es eh schon nicht leicht im Leben. Sie hatten mich und meine große Schwester. Genau. Gott, ich darf so aufpassen. Ich erzähle echt nicht alles, weil es gefällt vielleicht auch nicht jedem aus meiner Familie, aber ich merke, ich darf das gerade alles erzählen und ich danke meiner geliebten verstorbenen Mama. Genau. Okay. So. Mein Papa ist leider Alkoholiker geworden. Er hat die Arbeit verloren. Er hat seinen Führerschein verloren. Und er ist auch immer aggressiver geworden. Ja. Genau. Gehe ich jetzt nicht ins Detail, aber okay. Wurscht. Ich glaube, es hätte immer noch schlimmer kommen können und ich kann mich wirklich glücklich schätzen und dankbar sein, weil mein Papi hat immer die Kurve gekriegt und dann doch irgendwie Grenzen eingehalten. Ja, aber es war auf jeden Fall alles so schlimm, dass wir nicht weiter wussten. Wir konnten ihm nicht mehr helfen, egal in welche Richtung. Und wir haben ihn eines Tages vor die Tür gesetzt. Meine Schwester und ich haben meine Mama darum angebettelt. Meine Mama hat dann viel uns gefragt, was sie machen soll und wie und was. Und irgendwann war es soweit. Genau. Also kaputtes Familienglück und sehr viel Drama. Mein Papa war dann am Existenzminimum sehr lange. Ich habe mir das anschauen dürfen. Hinzu kommt, ich war eher irgendwie Papakind als Mamakind. Früher als Junge. Ich war ziemlich jung, aber boah, das sind alles Details, jetzt nicht wichtig.
Aber die Trennung und so, die war kurz Pubertät, vor der Pubertät oder genau gerade, wo sie angefangen hat. Das hat sehr viel mit mir gemacht. Da waren ganz viele Sachen. So, ich habe wahnsinnig viele Herausforderungen gehabt. Ich habe so viele auch in meinem Leben kämpfen müssen und ich habe so viel Trauer miterleben müssen. Ja, ich bin kein Kriegskind und ich bin glücklicherweise, dankbarerweise auch nicht in der Generation von meinem Papa und meiner Mutter, die nämlich auch noch ganz viel, glaube ich, durch ihre Großeltern vom Krieg mitbekommen haben. Aber trotz all dem sind es auch schon eine Menge Päckchen, die wir so für uns tragen und ja, einfach immer wieder gucken, wie wir unser Lebensglück leben können. Ja, und alles andere erzähle ich dann. Aber meine Mami hat es immer wieder geschafft, schöne Dinge im Leben zu finden, an denen sie sich irgendwie dran festhalten kann, für die sie dankbar sein kann und an denen sie sich hochziehen kann. Und so hat sie sich und uns, ihre zwei Töchter, Stück für Stück immer mehr mit wieder aufgebaut und in die Liebe gebracht und in die Freude und in das Glück. Und da bin ich nach wie vor so unendlich dankbar. Und ja, und da einfach, wir haben die Wahl. Wir können uns darin suhlen, was uns alles Schlimmes, Schlechtes widerfahren ist. Und ich habe das Gefühl, weil ich hatte das auch mal kurze Zeit, das ist eine Abwärtsspirale. Das wird dann nicht besser, das wird eher schlechter. Oder aber ich sage mir, nee, so will ich das Leben nicht leben. Es muss andere Wege geben. Ich will andere Wege sehen und ich will mein Leben anders leben. Und dann gucke ich, wie es geht und nehme es in die Hand und gehe einfach auch da in die Selbstverantwortung wieder. Und in die Selbstheilung und. Und ja, meine Mami ist 2014 leider verstorben. Das hat auch wieder extrem viel gemacht. Ich habe schon oft darüber erzählt und darüber geschrieben. Vielleicht poste ich auch nochmal diesen Beitrag. Und auch da hat es mich nochmal mega runtergezogen. Aber auch da, ich habe wieder ganz viel draus gelernt und habe das für mich wenden können. Und ich habe das Gefühl, es hat mir wieder einen Push gegeben, weil da, wo ich jetzt stehe und wie ich jetzt mein Leben lebe, hey, es kann schöner nicht sein. Aber ich habe es in die Hand genommen und habe mich nicht in meinem Leid und in meiner Trauer und in meiner Enttäuschung und in meinem Ärger und in meiner Wut und in meiner Hilflosigkeit, in meiner Gelähmtheit gesuhlt, so. Genau. Und irgendwie waren heute so ein paar Begegnungen. Ich konnte immer allen auch mit sehr viel Liebe und Verständnis, Mitgefühl begegnen, aber ich merke trotzdem, dass es ein Stück weit dann auch wieder was in mir macht, dass ich das einfach an alle rausgeben will, dass wir immer die Wahl haben. Es mag nicht danach aussehen und es mag verdammt schwer sein und alles, aber es ist möglich. Ist möglich. Wenn wir wollen. In dem Sinne. Alles Liebe und Gute für euch da draußen. Ja, wie mein Motto ist, ne? Lebt die Liebe im Leben und lebt ein liebevolles Leben. Namaste.